Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Thorsten Schröder. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. In Berlin haben bei mehreren Kundgebungen nach Schätzungen der Behörden etwa 38.000 Menschen gegen die Corona-Maßnahmen protestiert. Eine Demonstration an der Siegessäule im Tiergarten dauerte bis zum Abend. Vorher hatte die Polizei einen Protestzug in der Innenstadt aufgelöst, weil sich die Menge trotz mehrerer Aufforderungen weder an den Mindestabstand noch an die Maskenpflicht gehalten hatte. Insgesamt gab es 300 Festnahmen. Dicht an dicht auf der Friedrichstraße, der Demozug am Mittag. Die Veranstalter mahnen zwar, sich an die Auflagen zu halten. Doch das ändert nicht viel, selten mal anderthalb Meter zwischen den Teilnehmern. Denn genau darum geht es ihnen. Sie halten die Anti-Corona-Maßnahmen auf dieser Demo und in der gesamten Gesellschaft für übertrieben. Und jetzt sind plötzlich da ein paar Tote irgendwie halt. Und da wird alles geschrottet, alles wird geschrottet, weil irgendwelche Machenschaften am Gange sind. Und deswegen wollen die Leute einfach nur ganz, ganz friedlich sagen, irgendwas stimmt doch nicht. Ganz friedlich bleibt es nicht. Es gibt Angriffe auf Polizisten. Und die Maskenpflicht, die die Polizei wegen der fehlenden Abstände verhängt, wird am Nachmittag auch nicht ernst genommen. Die Polizei reagiert. Wir mussten den Aufzug, der heute Vormittag eigentlich hier losmarschieren wollte, unter den Linden letzten Endes auflösen, weil uns keine andere Wahl geblieben ist. Anfänglich war die Situation eher ruhig, sie entwickelte sich dann mit der Zeit, wurde deutlich emotionaler. Auch wenn wir dann entsprechende Durchsagen durchgeführt haben über unsere Lautsprecherwagen, wurde es ja noch emotionaler und auch extrem laut, in Teilen sogar gefühlt leicht aggressiv. Und immer wieder Symbole der rechten bis rechtsextremen Szene. Dazu Reichsbürger, die sich offenbar vor der russischen Botschaft versammelt haben. Dort bleibt die Lage bis zum Abend angespannt. Aktuell gibt es dort etwa 200 Festnahmen. Darunter auch Attila Hildmann. Und jedenfalls ist die Polizei im Moment dabei, diese Situation in den Griff zu kriegen. Die Polizei geht von Zehntausenden Teilnehmern insgesamt aus. Viele davon sind immer noch an der Siegessäule. Die Veranstaltung dort soll um 21 Uhr enden. Doch etliche Demonstranten haben angekündigt, auch danach auf den Straßen zu bleiben.